Und damit herzlich willkommen zu unserem zweiten Community Talk. Mit mir dabei ist der liebe Kavatas. Servus. Ja, und wir wollen auch gleich anfangen. Wir wollen so ein bisschen das auswerten, eure Wünsche aus dem ersten Community-Beitrag. Und da gab es ja etliche Spiele doch schon als Vorschläge, nicht? Richtig. Zum Beispiel, was war dabei? Borderlands? Ah, einiges war dabei. Borderlands sollten wir ein Together machen. Dann war das Diablo 3 Together war ein Vorschlag. Gothic. Es kam ziemlich viel auf jeden Fall. Morrowind war noch. Aber zu den meisten haben wir ja auch schon was geschrieben. Aber naja, wir wollen uns jetzt auf jeden Fall hier nochmal im zweiten Community Talk melden und ja, unsere Meinung kundtun. Genau, denn wir hatten uns überlegt, dass wir mit einem Diablo 3 Together anfangen. Wir hatten es eigentlich erst so geplant, dass wir das nach meinem eigentlichen Singleplayer oder meinem eigentlichen Let's Play das eigentlich starten. Aber dann waren wir so fleißig in der Aufnahme, dass wir uns gedacht haben, hey, wir können es auch ein bisschen früher releasen und deswegen wird wahrscheinlich das Diablo 3 Together schon morgen am 26.01. erscheinen. Wir geben uns Mühe hier. Nee, ihr habt es Richtig. euch ja gewünscht und deswegen haben wir uns gedacht, ach komm, jetzt nehmen wir mal jede Woche ein paar Folgen auf. Und ja, die ersten Folgen sind jetzt quasi im Kasten und deswegen können wir morgen euch dann schon die erste Folge präsentieren. Genau, und dann hat der liebe Cavatas gestern, vorgestern Path of the Exile vorgestellt. Und ja, ein schönes Spiel, auch wieder ein Hack and Slay. Ich habe es noch nicht jetzt so großartig testen können heute, aber ich werde das wahrscheinlich auch die nächste Zeit mal tun. Und wäre wahrscheinlich auch noch eine Möglichkeit, das als Let's Play, also im Einzelnen oder auch als Let's Play Together zu machen. Richtig, ja, ich habe ja das Let's Test quasi gemacht. Das werden wir jetzt sowieso auch öfters machen. Da kommen wir aber dann gleich zu. Für Path of the Exile ist auf jeden Fall geplant, wenn ihr da Lust zu habt, dass wir noch ein Together machen oder ja, das vielleicht als Einzel-Single-Let's Play machen. Da könnt ihr dann auch entscheiden, ob ich das machen soll oder Anishea. Oder halt, wie gesagt, ein Together. Da könnt ihr gerne in den Kommentaren jetzt mal dann schreiben, wenn ihr das sehen möchtet, wer es von uns machen soll oder ob wir es zusammen machen sollen. Das wäre auf jeden Fall so eine Sache. Ja, richtig, genau. Und dann hast du jetzt ja ein neues Projekt angefangen. Ich kann es ja mal verraten, Darksiders 2. Richtig. Du hattest das, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen angekündigt, weiß ich jetzt gerade nicht. Dazu wolltest du aber jetzt, glaube ich, noch was sagen, ne? Ja, und zwar, ich hatte das eigentlich auf Facebook schon angekündigt, dass das auch schon heute erscheinen soll, die erste Folge. Allerdings haben wir ja momentan so viel zu tun, das ist ja ein bisschen schwierig, das alles unter einem Hut zu kriegen. Deswegen werde ich Darksiders 2, die erste Folge, erst am Freitag, den 1.2. releasen. Einfach damit ich auch ein bisschen mehr Zeit habe, ein bisschen vorzuproduzieren. Und ja, damit wir dann nicht irgendwie in Schwierigkeiten kommen, dass dann immer mal Ausfall ist, das will ich nicht. Und deswegen werde ich das Ganze jetzt um eine Woche verschieben. Aber naja, dafür habt ihr jetzt das Diablo 3 Together. Das kommt ja dann im, ja, morgen quasi. Richtig, genau. Als kleines Ersatz. Und ich hoffe, da ist mir dann niemand böse, dass ich Darksiders 2 dann um eine Woche verschieben werde. Nee, ich glaube auf jeden Fall, dass da jetzt keiner großartig Aufstand leisten will. Und ja, jetzt kommen wir zu dem Netztest. Ich hatte ja mit dir ein bisschen drüber gesprochen schon. Das, was wir jetzt einführen wollen, sind so kleine Let's Tests für, ja, sag mal, so Spiele, die vielleicht nicht so in unseren Augen, als Let's Play geeignet sind, aber doch vielleicht würdig sind, mal so ein paar, also eine halbe Stunde, vielleicht Stunde zu zocken. Genau. Ja, vor allen Dingen, man kann das auch schön so machen, wie ich das jetzt mit Path of the Exile gemacht habe, dass man das einfach mal anzeigt. Dann warten wir auf eure Reaktion und vielleicht macht man dann aus diesem Let's Test eventuell doch ein Let's Play. Aber ansonsten werden es wirklich nur Spiele, die ja vielleicht auch schon ein bisschen älter sind oder gerade rausgekommen sind. Vielleicht auch nur Demos von Spielen, die jetzt
Ja, demnächst erscheinen. Da gibt es ja jetzt momentan auch von Dead Space 3 eine Demo. Die könnt ihr euch zum Beispiel runterladen. Ich werde euch den Link auch mal unten in die Beschreibung packen. Da werde ich jetzt aber keinen Let's Test euch noch von machen. Ich wollte es euch nur einmal noch sagen, dass wir auf jeden Fall ein paar Let's Tests raushauen von Spielen, wo wir denken, okay, das ist auf jeden Fall ein Spiel, was es verdient, gezeigt zu werden. Aber dann halt nicht als komplettes Let's Play, sondern einfach nur so eine halbe Stunde bis Stunde Vorführung, ne? Genau. Und ich glaube, der letzte Punkt in der Tagesordnung, wenn man das mal so sagen darf, sind Auflösungen und ja, was ihr eigentlich so guckt bei uns auf unseren Kanälen oder auf unserem Kanal. Denn ja, wäre erstmal so interessant, ob ihr eher so die 720p-Gucker seid oder die 1080p-Gucker, wenn man das mal so bezeichnen darf. Oder sogar noch niedriger, ne? Ja, oder sogar noch niedriger, habe ich auch eine Zeit lang gucken müssen, da meine Internetverbindung noch nicht ganz so schnell war. Ja, die Und Frage, die stellt sich halt für uns, in welcher Auflösung guckt ihr? Da würden wir euch auch bitten, das einmal in den Kommentaren zu beantworten. Weil, ja, um es mal ganz klar zu sagen, wir haben momentan so viel zu tun, deswegen muss ich auch das Darksiders Let's Play nach hinten verschieben. Das Rendern bei uns dauert teilweise richtig lange, gerade wenn wir auf 1080p aufnehmen, dass wir schon fast nicht mehr hinterherkommen und wir wollen auf jeden Fall weiterhin die Spiele für euch jeden Tag eine Folge pro Spiel rausbringen. Das Problem ist allerdings, dass wir, ja, jetzt im, wann ist es? Im, ja, Ende Februar, März haben wir ja noch ziemlich viele Projekte am ja, richtig, genau. Start und irgendwann kriegen wir das halt nicht mehr zu zweit alles unter einem Hut und deswegen wollten wir halt von euch wissen, in welcher Auflösung guckt ihr und vor allen Dingen wärt ihr uns böse, wenn wir bei ja, Spielen wie das Diablo 3 oder das Diablo 3 Together oder wenn wir es denn dann machen, Path of Exile, eine 720p Auflösung nehmen. Weil das dauert doch schon erheblich weniger an Zeit. Ich kann mal ein Beispiel nennen. Ich habe jetzt heute noch eine Folge gerendert. Das war die Let's Test Path of Exile. Da habe ich beides mal ausprobiert. Wenn ich es auf 1080p render, dauert der Rendervorgang 4 Stunden. Und wenn ich es auf 720p, wie ich es jetzt auch gemacht habe, render, dann dauert der Rendervorgang nur 55 Minuten. Ja, ist ähnlich wie bei mir. Also ich rendere momentan eine 15-Minuten-Folge mit 1,5 Stunden. Würde ich auf 720p rendern, bin ich bei 30 Minuten. Also das ist schon ein erheblicher Zeitvorteil, sage ich mal. Wobei man ja immer sagen muss, die 720p-Auflösung bei YouTube, auch wenn man besser hochlädt, also zum Beispiel mit einer 1600 mal 900 Auflösung, wird die euch auch trotzdem angezeigt. Also man hat zu 1080p nicht viel Verlust. Steht zwar bloß 720p da, ist aber trotzdem in der 1600 mal 900er Auflösung. Genau. Und ich denke mal, dass bei Spielen wie Diablo und so es vielleicht nicht ganz so auffällt, wenn man da ein bisschen niedrigere Auflösung hat. Spart uns ein bisschen an Zeit und ja, aber wenn es natürlich gewünscht wird von der Community, dass sie sagt, nee, 720p, das ist nicht so unser Fall. Wir gucken lieber in 1080p. Dann machen wir es auch weiterhin. Genau, dann machen wir es auch weiterhin so. Der Fall ist sowieso nur für Spiele wie jetzt Diablo 3, dann Path of Exile und wir werden, das können wir eigentlich schon verraten, oder? Was wir als nächstes Together machen wollen? Von mir aus gerne, ja. Ja. Also, wir wollen auf jeden Fall schon nach Diablo 3 Together ein Torchlight 2 Together starten. Und das wäre dann zum Beispiel auch so ein Spiel, wo wir sagen, okay, da würden eventuell 720p reichen. Aber wir warten auf eure Entscheidung, wie ihr guckt und ob 720p ausreichen für Diablo, Path of Exile und Torchlight 2 und dann in dem Fall. Alle anderen Spiele bleiben natürlich auf 1080, auch alle kommenden neuen Spiele. Und was dann natürlich Crysis 3 wäre oder Bioshock Infinity, da bleibt natürlich ganz normal die 1080p Auflösung. Das ist aber ganz klar, das sind auch so Spiele, wo es auch auf die Grafik ankommt. Genau. Und ich würde sagen, dann neigt sich unser Community Talk auch schon fast wieder dem Ende. Richtig, wir haben alles durch. Und ja, genau, wir haben alles durch. Nichts mehr gibt es mehr zu erzählen. Und dann würde ich sagen, ich verabschiede mich schon mal. Und dann kann Cavatas noch das Ende einleiten. Ja, das Ende. Und damit, tschüss. Tschüss.